Es ist 7:30 Uhr, hier ist die Zeit im Bild. Meine Damen und Herren, guten Abend. In Israel sind Armee und Polizei in Alarmbereitschaft. Wie gefährlich ist die Lage für Zivilisten in Nahost? Machtdemonstration Chinas vor Taiwan durch eine Militärübung. Wie ernst ist es Peking mit der Mobilisierung von Bodentruppen? Die italienische Provinz Trentino macht Jagd auf jenen Bären, der einen Jogger getötet hat. Warum gibt es auch Kritik an dieser Maßnahme? Unbeständig und kühl wird das Wetter am Ostersonntag. In Israel herrscht höchste Alarmbereitschaft. Den Osterfeiertagen sind Unruhen am Areal der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem vorausgegangen. Dann hat es Raketenangriffe auf Israel aus Gaza und dem Libanon gegeben, samt Gegenschlägen durch Israel. Und zuletzt zwei Terroranschläge. Der letzte Anschlag gestern am späten Abend im Herzen von Tel Aviv. Terroralarm in Tel Aviv. Mehrere hundert Meter rast dieses Auto über den Fahrradweg entlang der beliebten Strandpromenade. Es schaut so aus, als ob der Attentäter am Radweg in eine Gruppe gerast ist. 7 bis 8 Menschen. Die Bilanz: ein 35-jähriger Italiener ist tot, 7 Touristen aus Italien und Großbritannien verletzt, 2 davon schwer. Aus Erfahrung befürchten wir leider, dass das nicht der letzte Vorfall gewesen ist. Wir sind in höchster Alarmbereitschaft. Der 45-jährige arabisch-israelische Lenker des Wagens, ein 6-facher Vater, soll versucht haben, nach einer Waffe zu greifen, als Polizisten das Feuer eröffnen. Es war nur ein Verkehrsunfall, sagen Verwandte. 30 Stunden Israel, die mit Raketen aus dem Libanon beginnen, Raketen aus Gaza, israelischen Gegenschlägen, einem Terroranschlag im Westjordanland und schließlich einem Terroranschlag im Herzen von Tel Aviv. Viele hier befürchten, das ist erst der Anfang. Minuten nach den Ereignissen in Tel Aviv die Entscheidung des Regierungschefs, Reservisten bei Grenzpolizei und Armee einzuberufen. Und jeder Israeli, der eine Waffe hat, soll sie bei sich tragen. Trotz der Gewaltwelle in Israel, für heute sind wieder Großdemonstrationen gegen die Justizumbaupläne der Regierung geplant. Letzte Spuren am Ort des Anschlags und Trauer um einen 35-jährigen Römer, der hier in Tel Aviv einfach nur ein paar Tage Urlaub mit Freunden machen wollte. In vielen Konflikten im Nahen Osten sind der Iran und Saudi-Arabien erbitterte Rivalen. Doch nach monatelanger Vermittlung durch China wollen die beiden Länder eine Annäherung einläuten. Vor einem Monat wurde darüber ein Abkommen geschlossen. Diese Woche trafen sich die Außenminister beider Länder erstmals seit Jahren, und zwar in der chinesischen Hauptstadt Peking. Wie die Annäherung im Iran wahrgenommen wird, berichtet unsere Korrespondentin Katharina Wagner. Es ist ein Treffen, wie es seit 7 Jahren nicht mehr stattgefunden hat. Die Außenminister Saudi-Arabiens und des Iran treffen einander diese Woche in Peking. Bald sollen die Botschaften in beiden Ländern wieder eröffnet werden. Saudi-Arabien ist seiner Wirtschaft wegen an Sicherheit in der Region interessiert. Im wirtschaftlich so angeschlagenen und isolierten Iran hofft man vor allem auf Investitionen. Beide Länder können wirtschaftlich von dieser Annäherung profitieren. Es könnte uns neue Stärke in der Region geben. Der mehrheitlich schiitische Iran und das sunnitische Saudi-Arabien, sie wollen Direktflüge zwischen beiden Ländern wieder aufnehmen, Visaregelungen erleichtern. Die Hoffnung vieler, dass auch Konflikte, in denen sich die beiden Länder rivalisierend gegenüberstehen, beigelegt werden könnten. Der wichtigste Punkt des Abkommens ist, die direkte Kommunikation zwischen den Botschaften wieder aufzunehmen. Doch hat das automatisch Auswirkungen auf Konflikte in der Region wie den Krieg im Jemen? Nein. Aber kann der Dialog zur Lösung von Krisen in der Region beitragen? Ja, das ist möglich. Aus Rivalen sollen Partner werden. Doch bis dahin gilt es, viele Interessenskonflikte zwischen dem Iran und Saudi-Arabien zu lösen. So sehr China auch diese Annäherung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien betrieben hat, in der eigenen Region scheint das Land mehr darauf aus zu sein, einen Konflikt zu verschärfen. Tarek.
Und zwar den Konflikt mit Taiwan, das China als abtrünnige Provinz betrachtet, aber nicht als eigenständigen Staat. Um das zu unterstreichen, hält Peking wieder einmal eine Militärübung ab, und zwar in der Taiwanstraße nördlich und südlich der Insel sowie in den Gewässern und im Luftraum östlich von Taiwan. Das sieht dann schon einigermaßen nach Einkreisung aus. Aber noch lässt sich das alles als Reaktion auf die Reise von Taiwans Präsidentin in die USA interpretieren, wo sie den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses getroffen hat. Im Bestreben um Selbstständigkeit von China bekommt Taiwan jedenfalls amerikanische Unterstützung, und China drückt momentan auf diese Weise, also mit Militärpräsenz vor den Küsten, sein Missfallen aus. In Taiwan ist man davon einstweilen aber wenig beeindruckt. In der taiwanesischen Hauptstadt Taipei ist es eher ruhig. Der Alltag hat hier die Oberhand. Dass die chinesische Volksrepublik gerade eine ihrer größten Militärübungen abhält und dabei dem Inselstaat gefährlich nahe kommt, davon ist hier nichts zu spüren. Ich denke, viele Taiwanesen haben sich daran gewöhnt. Das Gefühl ist eher schon wieder eine Militärübung. Wir sind schon etwas abgestumpft dagegen, denn China spricht schon lange von der Vereinigung. Und um ehrlich zu sein, wir müssen mit unserem Leben einfach weitermachen. Und so bleiben wir gelassen. Die chinesischen Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe. Sie sollen zum ersten Mal auch die Einkreisung des Inselstaats üben. Dem taiwanesischen Verteidigungsministerium zufolge wurde dabei schon mehrmals die inoffizielle Grenzlinie in der Taiwanstraße überquert. Das Manöver hat nur Stunden nach dem Besuch der taiwanesischen Präsidentin in den USA begonnen. Die Vereinigten Staaten unterstützen seit Jahren den Inselstaat und haben erneut militärische Hilfen angekündigt. Für manche ist das der Grund, warum Taiwan trotz der aktuellen Spannungen eher gelassen bleibt. In den USA wird der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen weiter eingeschränkt. Ein Bundesrichter in Texas hat die landesweite Zulassung einer weit verbreiteten Abtreibungspille ausgesetzt. Eine Entscheidung, die für viel Aufsehen und Empörung sorgt, wie Christoph Kohl jetzt aus den USA berichtet. Eine Patientin nimmt unter Anweisung ihres Gynäkologen eine Abtreibungspille ein. Nebenwirkungen gäbe es kaum, versichert der Arzt. Now, that pill usually causes very little, if any, in the way of side effects. Rund die Hälfte der Schwangerschaftsabbrüche werden in den USA medikamentös durchgeführt. Mifepriston ist eines von zwei Medikamenten, das dafür eingesetzt wird. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Mittel vor über 20 Jahren zugelassen. Doch ein von Ex-US-Präsident Donald Trump ernannter Bundesrichter in Texas hat Mifepriston nun für unsicher befunden und dessen Zulassung aufgehoben. Es ist die weitreichendste Entscheidung, seitdem das US-Höchstgericht den allgemeinen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen aufgehoben hat. Der Richter setzt sich über die Expertise von Wissenschaftlern und Ärztinnen hinweg. Sein Urteil sieht vor, dass die Pille aus allen amerikanischen Apotheken wie etwa dieser hier verbannt werden soll. Der Richter gibt der Regierung 7 Tage Zeit, gegen das Urteil zu berufen. Das wird diese auch tun. Der Präsident und ich werden uns weiter dafür einsetzen, dass Frauen in Amerika über ihre eigene Gesundheit entscheiden können. Letztendlich wird der Fall wohl schon recht bald hier in Washington vor dem mehrheitlich konservativ besetzten Höchstgericht landen. Ein heftiger Rechtsstreit in und vor dem Gericht scheint gewiss. Kommen wir jetzt zu gesellschaftlichen Spannungen in England, die wirtschaftlicher Natur sind. Dort driften Norden und Süden immer weiter auseinander, und das schlägt sich auch auf die Gesundheit der Bevölkerung durch. In manchen abgewirtschafteten Regionen im Norden ist die Lebenserwartung mittlerweile um mehr als ein Jahrzehnt niedriger als in London. Jörg Winter mit einem Lokalaugenschein aus Blackpool, einer der ärmsten Städte Großbritanniens. Eine der Geburtsstätten des modernen Massentourismus, einst wohlhabendes Seebad, dann kam der Billigflugtourismus. Heute ist Blackpool an der Irischen See ein soziales Notstandsgebiet. Ein Drittel der Kinder lebt in Armut, jeder Fünfte leidet ärztlich dokumentiert an Depressionen. Die Zahl der Drogen- und Alkoholtoten liegt weit über dem Landesschnitt. Die Lebenserwartung in diesem Land hängt davon ab, wo du geboren wirst und wo du lebst. Ein Baby, das heute hier in Blackpool geboren wird, hat statistisch eine Lebenserwartung von 75 Jahren. Im Londoner Stadtteil Westminster sind es 88. Versprechen der Regierung, nach dem Brexit frei gewordene Mittel in benachteiligte Regionen zu pumpen, haben bisher wenig bewirkt.
Dieses Gebiet im Süden Blackpools ist ziemlich sicher das ärmste Stadtviertel in ganz England. Und es ist eigentlich paradox, je desolater die Wohnungen, umso mehr Menschen sind davon angezogen und ziehen hierher. Der Grund, Wohnen ist vergleichsweise billig hier. Und so ist Blackpool längst zu einem Sammelort der Hoffnungslosen und Benachteiligten geworden. Die heruntergekommene Vergnügungsmeile, sie ist Sinnbild für den wirtschaftlichen Verfall. Der soziale Albtraum, er ist in der ganzen Stadt greif- und spürbar. Viele hier versuchen, einfach irgendwie über die Runden zu kommen. Die meisten sind ziemlich fertig. Der Niedergang ist in keiner englischen Stadt klarer dokumentierbar als hier. Doch fest steht auch, Blackpool ist längst kein Einzelfall. Der Tourismus macht auch Amsterdam zu schaffen, wenngleich mit anderen Auswirkungen als jenen, die wir gerade gesehen haben. Dort leidet man unter dem Image, nicht mehr als Drogen, Sex und Alkohol bieten zu können. Amsterdam ist zwar stolz auf das liberale Image, aber vielen Bewohnerinnen und Bewohnern wird es mittlerweile zu bunt. Man will partywütige Touristen jetzt daran erinnern, dass hier auch echte Menschen leben. Robert Siegmund mit einer Reportage. Bei jedem Wetter schieben sich Touristenmassen durch Amsterdam. Seit dem Ende der Pandemie sind es wieder viele Millionen pro Jahr. Es wird getrunken, gekifft und gefeiert. Doch was für partywütige Ausländer nach Schlaraffenland klingt, ist für die Amsterdamer ihr Alltag, wo man eben auch Kinder zur Schule bringen muss oder zum Arzt geht. Dieser Anwohner gründete die Initiative We Live Here, die von Touristen mehr Rücksicht verlangt. Vor 30 Jahren war das hier eine nette Stadt. Wir wollen einfach unser normales Amsterdam zurück. Die Stadt Amsterdam setzt auf eine andere Kampagne. Sie heißt Stay Away und will betrunkene Briten aus der Stadt haben. Außerdem wird öffentliches Kiffen ab Mai untersagt. Für diesen Sprecher der Nachtgastronomie geht das aber zu weit. Es kommen auch viele ältere Paare, die zum ersten Mal zusammen kiffen. Das ist doch süß. Das Problem ist nicht, dass Touristen hier unsere Freiheit genießen, sondern dass sie sie missbrauchen. Auch die Betreiber der Coffeeshops betonen, dass der Großteil der Touristen keine Probleme mache. Womöglich entschärft sich das Dilemma Amsterdams aber ohnehin von selbst, wenn Deutschland nächstes Jahr Cannabis legalisiert. Nach Österreich jetzt. Die Nachfrage nach Psychotherapie auf Kassenkosten ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Die Gesundheitskasse hat deshalb mehr Geld zur Verfügung gestellt und 20.000 zusätzliche Plätze geschaffen. In mehreren Bundesländern wurden aber längst nicht alle Kassenplätze abgerufen, denn Therapeuten sind die Honorare zu niedrig. Die Psychotherapiepraxen sind voll, die Nachfrage ungebrochen, nicht nur hier im Burgenland bei Therapeut Peter Stippel. Corona, Krieg, Teuerung, dies alles löst Stress aus. Im Moment ist die Nachfrage nach Psychotherapie etwa doppelt so hoch, als das vor 4-5 Jahren der Fall war. Die Gesundheitskasse hat darauf reagiert und jene Plätze, die von der Kasse komplett bezahlt werden, seit 2021 von 70.000 auf 90.000 aufgestockt. Längst nicht alle Kassenplätze wurden abgerufen. Unverständnis bei der Gesundheitskasse. Ich erwarte mir schon, wenn wir sozusagen mehr Stunden anbieten und immer die Kritik war, es gibt zu wenig Psychotherapie auf Kassenkosten und dann bieten wir mehr an, dass diese Stunden dann von den Therapeutinnen und Therapeuten auch entsprechend abgeholt werden. Streitpunkt ist das Honorar. Therapeuten erhalten von der Kasse zwischen 60 und 80 Euro pro Stunde. Zu wenig, kritisieren sie. Unter 100 Euro ist es nicht möglich, kostendeckend eine gute Praxisleistung anzubieten. Denn die Ausbildung sei teuer und der Therapeutenjob mit vielen anderen Berufen nicht vergleichbar. Für die Betroffenen ist wichtig, dass dieser Honorarkonflikt bald gelöst wird. Die Gespräche laufen. Wie sich jetzt herausstellt, ist ein Jogger in Trentino von einem Bären getötet worden. Nun stellt sich für viele die Frage, wer ist da wem ins Gehege gekommen? Thema gleich nach den Meldungen. Das Regime in Teheran verschärft sein Vorgehen gegen Frauen, die sich öffentlich ohne Kopftuch zeigen. Zur Kontrolle sollen an Straßen und Plätzen Kameras installiert werden. Zudem sind Geschäftsbesitzer dazu aufgerufen, auf die Einhaltung von Kleidervorschriften zu achten. Der bei einem Anschlag getötete Militärblogger Vladlen Tatarski ist in Moskau beerdigt worden.
Er war bekannt für seine kremlnahen Berichte über den Krieg gegen die Ukraine. Etwa 1000 Menschen haben das Begräbnis besucht. Darunter auch der Chef der russischen Söldnerarmee Wagner, Jewgeni Prigozhin. Im brasilianischen Regenwald wird wieder mehr abgeholzt. Allein im März sind 356 Quadratkilometer Wald gefällt worden. Eine Fläche fast dreimal so groß wie Graz. Im Vergleich zum März im Vorjahr hat die Abholzung damit um 14% zugenommen. Österreich wird zusätzliche Polizisten für den Grenzschutz am Balkan entsenden. Das kündigt der Bundeskanzler an. Konkrete Zahlen nennt er nicht. Derzeit sind 130 Polizisten in diversen Ländern im Einsatz. Das Veto Österreichs gegen einen Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens bleibe aufrecht, solange die EU die Außengrenze nicht besser schützt, so Nehammer. In einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung in Oberösterreich soll ein Betreuer 3 Frauen sexuell missbraucht haben. Er soll teils geständig sein und wurde bereits entlassen. Die Staatsanwaltschaft Wels ermittelt. Die Fahrradindustrie hat im Vorjahr mehr als 500.000 Fahrräder an den Handel verkauft. Etwa die Hälfte davon waren Elektroräder, die seit Jahren immer beliebter werden. Zum ersten Mal hat der Sporthandel bei E-Bikes nun die 1 Milliarde Euro Umsatzmarke geknackt. Vor wenigen Tagen ist im Trentino ein junger Jogger von einem Bären attackiert und getötet worden. Seither wird nach Maßnahmen gegen solche Ereignisse gerufen. Denn viele halten die Bärenpopulation in Norditalien für zu groß. Erst vor 20 Jahren sind Bären dort wieder angesiedelt worden. Und jetzt kommt es natürlich zu Begegnungen von Mensch und Tier. In diesem Waldstück ist der 26-jährige Jogger dem Bär begegnet. Mit einem Stock dürfte er versucht haben, das Tier zu vertreiben. Doch vergebens. Suchtrupps finden wenig später nur noch die Leiche des Mannes. Der Fall sorgt in den umliegenden Ortschaften für Entsetzen. Denn es ist nicht das erste Mal, dass hier ein Mensch oder ein Tier von einem Bär attackiert wird. Dabei gab es im Trentino vor rund 20 Jahren kaum Bären. Erst Ende der 90er Jahre wurden sie von dem EU-geförderten Projekt Life Ursus wieder angesiedelt. Doch mittlerweile würden hier mit über 90 Bären doppelt so viele der Tiere leben wie ursprünglich vorgesehen. Eine unregulierte Ausbreitung berge Gefahren, erklärt der Tiroler Landesjägermeister. Wer den Wolf und den Bären will, der muss ihn managen. Mit einem strengen Monitoring, aber auch entsprechend regulieren. Anders wird die Sache nicht funktionieren. Die Familie des Opfers macht das Wiederansiedelungsprogramm für das Unglück verantwortlich. Sie will nun vor Gericht ziehen, um, wie Medien berichten, gegen die autonome Provinz Trient und den italienischen Staat vorzugehen. Ziel müsse es sein, die Bärenpopulation im Trentino mindestens zu halbieren, heißt es vom Landeshauptmann. Zu Beginn sollen 4 sogenannte Problembären umgehend getötet werden. Tierschützer kritisieren die Maßnahme und warnen vor einer breiten Jagd auf Bären. Das Osterkonzert der Wiener Symphoniker unter dem Motto Frühling in Wien ist seit mehr als 40 Jahren fixer Bestandteil im Wiener Kulturkalender. Tradition hat auch die Einladung von Gaststars. Heuer ist es die Schweizerin Regula Mühlemann, eine der international gefragtesten Sopranistinnen. Das Konzert geht morgen im Konzerthaus über die Bühne. Rote Rosen von Robert Stolz, eines seiner 3 Blumenlieder, die Sopranistin Regula Mühlemann für diesen Abend neu einstudiert hat. Eingebunden in einen bunten musikalischen Frühlingsstrauß. Damit soll das Publikum in positive Stimmung versetzt werden. Ich merke es einfach in letzter Zeit sehr oft, dass viel Feedback von den Leuten kommt, die einfach begeistert sind und die sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass Musik sowas in mir auslösen kann. Und ich hoffe, die Gefühle übertragen sich auch bei diesem Konzert. Für Dirigent Petro Popelka sind Konzerttraditionen wie diese vor allem in schwierigen Zeiten von essentieller Bedeutung. Ich bin davon überzeugt, dass dank jedem Konzert ist die Welt einfach eine bessere Adresse. Ist es wirklich so? Ich möchte nicht pathetisch klingen, aber wirklich, ich bin von der Wichtigkeit der Musik einfach so überzeugt. Und das Konzert können Sie sehen auf ORF3 ab 20.15 Uhr. Zuvor sehen Sie im Sport, wer sich im Duell der Fußball-Bundesliga zwischen Ried und Hartberg durchgesetzt hat. Und
Und in den Seitenblicken ein Osterfrühstück mit vielen Kindern und Prominenten, die ihre persönlichen Ostergeschichten verraten. Im ZIP-Magazin geht es gleich um Gewächshäuser an Spaniens Südküste, wo viele unserer Supermarkttomaten oder Gurken herkommen, wo es aber mittlerweile schon zu heiß wird. Christa Kummert gleich die Aussichten für den Ostersonntag für uns. Und wir wünschen Ihnen ein schönes Fest. Bis morgen. Auf Wiedersehen.